Hey meine Freunde, heute mal ein etwas anderes Intro. Ich habe zurzeit ein Eulen Cheat Key Giveaway am Laufen. Ihr müsst nichts weiteres tun, außer meinen Discord-Server beitreten, hier auf Giveaway gehen, hier einmal draufdrücken, damit ihr diesen Key gewinnt. Ich habe sogar noch ein Eulen Cheat Showcase Video verlinkt, damit ihr seht, was das Video alles kann. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wieder, aber nicht ganz runter. Und jetzt Hier rechts reicht's? runter, geradeaus, geradeaus, Jetzt. geradeaus, geradeaus und hier links rein. Oh shit, not good. Was geht denn da ab, Herr Baby? Ach, oh Scheiße, der haben wir alles gemacht hier. Ja. Bin tot. Ach, schlechtes HP. Nope, nope, nope. Was geht, ABB? Ich hab mich selbst hier bei geworden. Ja, die Medics haben mich gerade beleidigt, die Wichser. Ich glaub, der Dame geht gar nicht gut, kann das sein? Die Dame hat wahrscheinlich einen Kopfschuss. Ey, die Daumen ist hässlich, Junge. So wie du. Ey, Süßer, komm mir mal nicht so nah, ja? Oh no! Medic, du Wichser, kannst du mich behandeln? Ey, du Wichser, behandle den mal jetzt. Was ist los mit dir? Du hast mich beleidigt auf der Straße. Was bist du denn für einer, Digga? Warum beleidigst du meinen Kollegen hier? Was ist los mit dir? Hilf meinen Kollegen jetzt. Nö. Mein Kollege braucht Hilfe. Ich und bin ihr? Facharzt. Wer hat gefragt? Doch egal, was die sind. Bleiben Sie aber ruhig jetzt hier. Halt's Maul. Ich brauche eine Behandlung. Raus ist doch. Wollen Sie sich das einem Oberarzt hier widersetzen, ist kein Problem. Dann setze ich das Hausrecht durch, dann sitzt ihr gleich raus. Ich hab beide einen Platzverweis sofort. Wer bist du denn jetzt? Ich weiß nicht, wer ich bin. Nee. Ich bin hier sowas wie ein Chef. Von der Straße oder was? Nee, ich bin einfach der Chef der Talerhuns. Talerhund, ich geb dir einen Stich, bin der Patron. Hallo Polizei, bist du vom PD? Nein, hallo? Ich bin Security. Also, dann kannst du uns am Arsch wecken. Bist du PD? Ich bin Gruppe 6, ja. Gruppe 6, okay, was fast ist denn Gruppe 6? Was macht ihr denn so? Bruder, ich muss dir was sagen. Security. Bruder, ich muss dir was sagen, dass ich rausschlage, wenn du da ansteigst. Der Mann kann sie mitnehmen. Wir müssen ganz dringend irgendwo hin. Wenn ich nicht rausprobiere. Raus mit dir. Steig wieder ein, Bruder. Was ist das hier? Ah. Steig aus. Oh. Wenn ich nicht rausprobiere. Aha. Ein paar Sekunden. Schatz da. Oh, der ist runtergefallen. Er ist tot wahrscheinlich. Einfach das Nutz und Digga. Er fahren der jetzt hinterher. Und dann. Oh, oh. Sag er zum Oh, auf uns wird geschossen, Digga. Mach mal ganz kurz Kopf mit an. Wir müssen den ganzen Leben weg, ganz nett. Bist du noch am Leben? Natürlich. Ah, okay, die sind scheiße. Oh mein Gott, oh, die sind auch gestiegen. Hello there. Guck mal, das wird er selber mit Esel weg, aber trifft nicht. Warum hat er Waffe? Ich weiß es nicht. So, das fällt mir so auf. Was sind welche? Ey, Süße, wie geht's, Mann? Guck mal, zwei Kaffees. Zwei Waschmaschinen. Seid ihr eigentlich auch im Schleudergang? Hat ihr auch mal weiter? Warum sollen wir denn weiterfahren? Das ist doch ein freier Ort hier. Mach das mal. Pass auf, ich fahr den um. Der ist offen, der ist offen. Okay. Ey, Rollenspiel. Mach mal ein bisschen Rollenspiel mit euch. Mach mal ein bisschen AP mit euch, ja? Ein bisschen AP mit euch machen. Ein bisschen Unfall-AP. Warum machst du Eigensupport? Ich mach doch keinen Eigensupport. Natürlich machst du Eigensupport, aber ist egal, man ist ja scheiße. Natürlich, du Waschmaschine. Oh, scheiße, Mann. Ich kann doch eh nicht sterben, du Waschmaschine. Warum? Halt mit! Und dann kommst du halt mit, du Pisse. Was ist das denn, eine Schwanzgang? Halt mal. Warum soll ich denn anhalten? Halt doch an, Digga! Nee, Mann, ich halte nicht an. Dann hör mal auf mit dem Auto rumzufahren, Digga. Was machst du, Alien? Ja, ich fahre weiter. Was machst du, Digga? Warum seid ihr eigentlich so scheiße, Digga? Sag mal. Weg mit dir. Warum bist du eigentlich so ein Bastard, Digga? Ich breche Regel? Jetzt bin ich gebannt. Na, endlich, Digga. Warte, einen halben Tag später. Vendetta live, anfängerfreundlich, Roleplay mit Niveau. Wir machen das feinste Roleplay mit Niveau. Richtiger Rotserver, Digga. Ah, hier gibt's auch Donator, ne? Vendetta live, Happy Support live, Donating Sharing with your friends, halt's mal. Guck mal deren Tapex an.
für einen Centorno wollen 160 Euro haben. Für einen Centorno. Das ist ein GTA Online-Auto, Digga. Schön gibt's auch irgendeinen dummen Hartz-IVer, der da reinpayt, Digga. Digga, ist ja voll die Abzocke, Schärfer. Du denkst, brauch voll das geile Auto. Du kaufst für 160 Euro, Digga. Das ist einfach ein Centorno, Digga. Angenehm Flug gehabt. Ihr drei gehört alle zusammen? Ja, das ja, stimmt, allerdings. Ja, da fahren die doch, Digga. Richtig am Lägen, Digga. Yo! Was ist denn das für eine Scheiße hier? Sag mal, können Sie kein Auto fahren oder was? Das war wegen Kopfschmerzen. Hallo? Ich mein Kopf gestoßen. Brauchen Sie ein Medic oder so? Ja. Was ist denn passiert? Wir sind reingebracht. Eben geht's gut. Laut meinem Scanner hat er keine Verletzung. Soll ich Ihnen kurz meine Story der Geschichte erzählen? Nein. Ja, ich bräuchte seine Glückszahl dafür. Was meinen Sie von der Glückszahl? Ja, oben rechts eine so eine schöne Zahl steht. Da ist so ein Hashtag und danach steht eine Glückszahl. Der Vollidiot in Schwarz ist in uns reingefahren. Vollidiot schon mal nicht. Immer alle freundlich sind. Also. Halt's Maul! So, was ist denn jetzt genau passiert? Der Vollidiot ist dann an uns reingefahren, ne? Wenn Sie jetzt nicht aufhören, hier die Passanten zu beleidigen, kriegen Sie eine Geldstrafe. Geldstrafe? Für was dann? Wegen Beleidigung. Ganz einfach. Besser ist. Besser ist? Wir sind aber auch einer. So. Warum ist bei Ihnen eigentlich Polizei Geld? Sind Sie was Besonderes oder wie? Ja. Wurden Sie eigentlich ausgebildet? Nee, wurde ich nicht. Ist dann bestimmt Ihr Kollege? Ja, das ist unser Kollege. So, und der Herr ist gefahren? Der Herr ist gefahren. So, dann krieg ich von Ihnen Führerschein. Würden Sie mir jetzt bitte einen Führerschein geben? Fahrlizenz, vorübergehend. Gültig 2 Wochen, danach muss. Hä? Er hat auch für Führerschein vorgezeigt. Führerschein ist einfach anders, Jungs. Y-Muskel anspannen, Personalien und dann bei Führerschein schauen. Vollplay mit Niveau. Irgendwann. Also, wenn dann jetzt ein bisschen reinscheißen, aber wirklich krass reinscheißen. RP, Jungs, RP. Rollenspiel, Jungs, Rollenspiel. Der Y-Muskel, Jungs. Ja, wie es aussieht. Ah, ich bin auch gebannt. Das ist der unser Auto geklaut hat. Oh shit, not good. Warum habt ihr auf den geschossen? Weil der wollte geschossen. Ja, mich hat auch angeschossen, ey. Sie fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Ich muss sie enttäuschen, sie liegen daneben. Sie ist frei erfunden. Ey, pack die Waffe weg, mein Schatz. Oh, mein Herzchen. Ich gebe euch 1 Million, um das Auto klauen. Was, 1 Million, um was? Dieses Auto hier zu klauen, oder was? Ja, Nope. Das ist einfach ein lukrativ. Das ist wohl mein Auto, ne? Ciao. Moin. Was geht ab, Mann? Ey, Jungs, komm mal Würfel, pack, schieß mal den Typen aus dem Zeitpunkt raus. Mich, oder was? Naja. Warum das denn jetzt? Geil, weil ich steig auch so viel rausgeschossen. Na, du kannst auch raussteigen, wenn du Bock hast, ne? Ich mach jetzt Alp, Digga, ich ruf jetzt PD. Was machst du? Weil du hast gerade ein bisschen Schwanz im Mund, deswegen höre ich dich nicht. Nee, nee. Doch. Ah, Digga, du bist ein Rambo, kann das sein? Boah, auf die hab ich gar keinen Bock. Moin, Linus. Ja, der fährt Paleto. Das ist aber gut, weil alle anderen gerade da sind. Ey, bist du hier? Wenn ja, komm mal auf Straße. Digga, ey, der Typ kann nicht mehr fahren. Bye, have a great time. Oh, hey. Ach, schade, schon gebannt. Problem. Schwules Kind, Problem. Kommst du nicht mehr raus? Ich knall dich gleich, ne? Mach doch. Hä? Moment, hat 2 Leute von uns erschossen. Da ist gar kein RP, Digga, hä? So, ich fick euch, Digga, fick euch. Hallo? Ist der dich per so eine Parasier? Ja? Was ist dich, du kleiner Wichs, hast du mich verstanden? Haben sie eine Waffe gesehen auf uns? Ich hab gar keine Waffe draußen, Alter. Ah, dann mach Mittelfinger. Ja, Beamten Beleidigung. Es gibt keine Beamtenbeleidigung. Ich will keine Beleidigung beleidigen. Oh, okay. Digga, schießt du, Digga? Der ist schon weg. Eine Stunde. Gut, muss mit dem Kedila reden. Hä? Von dem Multipresse. Regel bitte einfach mal. Ja, natürlich. Nö. Er macht Combat Lock, bester Mann, Digga. Oh, was geht denn hier ab, Digga? Polizei. Oh no! Sind das dieselben von vorhin? Yes. Ich bin hier runter. Oh, die fahren ja selber runter. 2 Stunden. Haben Sie einen Führerschein überhaupt? Ja, hab ich. Warum? Ja, warum fahren Sie hier jeden? Wichser. Alter, Maul. Alter, Wichser. Halt's Maul. Ey, du hier, wie viel hast du denn ausgegeben für diese Scheißkarre? 25 Euro. 25 Euro? Ja, hat halt Bodenhaftung. Komplett. So Geld auf dem Fell. Dein Chef hat die da drinnen, Digga. Der heißt Abi. John Kraft. Guck mal, das ist ein 31er. Bist du ein 31er oder was? Ja. Oh. Okay. 3 Stunden. Das Ding ist halt, die gehören nicht mal zu uns, die ich gekauft haben, okay. Warum reden die auf dem Boden? Darum, und das war weiter. Das ist Fell-RP, das weißt du schon, ne? Das ist Fell-RP. Ja, aber Fell.
Oh. Ey, war das mit Vortex oder Nexus? Gar nichts von beiden. Script? Ich hab dich einfach umgeknallt. Hier weiter, Tom, okay, aber du nährst es uns. Ich find's halt scheiße, dass ihr Fair-RP machen auf dem Boden redet. Wahrscheinlich sitzt er gerade vor seinem PC und frisst einen Fettsack oder nichts anderes. Warum seid ihr denn jetzt OC, man? Sag mal. Ich wollte auf Chillech, Digga. Wer spielt denn hier RP? Gambo. Ja, es macht ziemlich Spaß sogar. Digga, ihr spielt hier 24-7 und macht Gambo. Ich bin hier, ich bin hier für 10 Minuten und werde gebannt. Okay. Hey, ist mein Auto, abfahren! Ja, klettert mal um da im Auto des Modder. Okay, aussteigen. Ich bin kein Modder. Wer ist noch so faul in den Support zu gehen? Ich. Ich auch. Ich bin so faul in den Support zu gehen. Was macht ihr, wenn ich den mal ausrichte, dass ihr hier Fair RP macht? Ey Jungs, er hat Red Engine plus Vortex oder Nexus? Red Engine bin ich gebannt. Bau noch einen. Steh hier einfach, ich schneide ihn um, werde nicht gebannt. Killer Service, oder? Der Service ist wirklich geil, Digga. Digga, ich war hier schon 6-mal entpannt, was ist los mit euch? Echt? Ja, natürlich, hä? Du bist wahrscheinlich gleich weg. Nach einem Monat werde ich eh wieder entpannt, hä? Er hat recht. Warum kann man kein Slash gerade atmen machen, Digga? Das wäre so geil. Würde ich auch führen, dass hier einer kann. Oh, da ist er ein. Ermordet. Mein Gott, Digga! Du bist jetzt ein Admin, ja? Nee, der hat sich verpisst, der scheißt auf euch. Ja, Digga! Aber er hat das beste Mod-Menü der Welt oder so. Der hat Soundclip, Digga! Der hat einen X-Soundclip einfach über sein Mod-Menü, Digga. Geil. Machen Sie hier Steifen, AP. Ja. Ich auch, mich mit. Wie heißen Sie? Du musst leider ein Entbannungsticket öffnen. Kannst du jetzt nicht einfach mal entbannen schnell? Nee, es kann nur High Team. Halt einmal! Kannst du denn jemanden holen vom High Team? Oder bis die kommen, oder da bist du schneller mit dem Ticket, sag ich dir ehrlich. Halt einfach der Maul! Dann, ihr habt doch wahrscheinlich so ein Team Talk. Wir haben zwar ein Team Chat, aber die gucken da nicht rein. Nice! Warum hast du eigentlich eine Rolle, wo steht OOC, Hure? Weil ich immer OOC rede. Also, du redest im Spiel auf einem Roleplay-Server OOC. Nicht im QA. Da steht doch OOC. Egal. Steht OOC, Hure. Du hast eine Rolle dafür. Ich weiß. Machen dein Name @Inan oder @Niki und ich schicke dich in die Weiterleitung. No. Warum steht bei deinen Kollegen OC-Hure? Ah, ich habe von Christopher die Rolle bekommen. Wer ist dieser Christopher? Management. Ist das nicht ein bisschen beleidigend, als Supporter so eine Rolle zu bekommen? Ihr seid Supporter, ihr hilft den Server und bekommt aber so eine Rolle. Oder das ist jetzt nicht böse, ich meine, aber du hast einen Stock im Arsch, Bruder, ja? Ich bin immer noch nicht der Bruder. Mach @Inan, ich schicke dich in die Weiterleitung, ja? Ein Supporter, der den Server unterstützt, der beleidigt wird. Ja. Und du bist wie alt? Ich bin 14. 14? Ja. Und du darfst Supporter sein mit 14 Jahren. Ja. Und auf diesem Server gibt's auch Roleplay, ne? Gut, ich wünsche dir einen schönen Tag, ja? Das ist ja mein... Hallo, das ist meine Frage. Digga, das ist einfach Legenden-Tornator.